Herr Spittler, guten Tag. Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Herr Spittler, Sie wissen, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen. 55 StPO, Sie können allerdings auf Einzelfragen die Auskunft verweigern, wenn Sie sich selbst belasten würden. Sie heißen Robert Spittler, 26 Jahre alt, Sie wohnen in München, Sie sind ledig, arbeitslos, nicht verwandt oder verschwägt mit dem Angeklagten. Das ist richtig. Und Sie wissen natürlich, dass es heute darum geht, zu klären, was da am 25. April abends im Wohnwagen des Angeklagten passiert ist. Ja klar weiß ich das. Aber ich war an dem Abend ja in der Pizzeria, wo der Ole damals gejobbt hat. Von wann bis wann waren Sie da in der Pizzeria? Boah, ich sag mal, auf die Uhr habe ich nicht geguckt. Aber ich denke mal, so ab 7 Uhr war ich dann da. Und eine Stunde später war der Ole mal kurz weg, bevor er mit seinem Mädchen abgehauen ist. Also der Angeklagte ist von kurz vor 8 bis kurz nach 8 alleine unterwegs gewesen? Genau weiß ich das nicht, aber ich denke mal schon. Und um 9 Uhr, da kam auch noch Silvis Vater vorbei und hat sich nach den beiden erkundigt. Ich bin auch nach Hause gegangen. Moment mal, nach Hause? Sie haben doch gar keinen festen Wohnsitz. Und außerdem habe ich mir sagen lassen, dass Sie offiziell bei Ihrer Mutter in München gemeldet sind. Und darüber hinaus haben Sie ja schon geraume Zeit an Fichtenstein aufgehalten. Ich habe meinen Schlafsack dabei und bin halt in der Scheune oder draußen. Ist das denn verboten, Urlaub zu machen? Ja, irgendwie schon. Denn Sie stehen unter einer offenen Bewährungsstrafe, mein Lieber. Ja? Und da wären Sie verpflichtet gewesen, die Behörden zu informieren, wo Sie sind. Habe ich das denn nicht? Nee, haben Sie nicht? Ich bin doch zu jedem Termin mit meinem Bewährungshelfer erschienen, oder nicht? Ja, und zwischendurch gehe ich halt mal gerne wandern. Ja, genau, natürlich. Weil Sie genau der Typ sind, der wandern geht in seiner Freizeit. Also bitte, Sie brauchen mich jetzt hier nicht für dumm verkaufen. Ja? Was soll das denn jetzt werden? Und außerdem, wie haben Sie sich eigentlich Ihren Urlaub finanziert? Was soll das denn jetzt werden? Bin ich ja der Angeklagte oder bin ich Zeuge? Naja, aber die Frage ist natürlich schon berechtigt, wie Sie Ihren Urlaub finanziert haben. Also beantworten Sie die Frage, bitte. Na gut, ich sag mal, Geld brauche ich ja nicht viel. Einen Schlafplatz und was zu essen habe ich ja immer. Ist es richtig, dass Sie auch im Wohnwagen des Angeklagten übernachtet haben? Na klar, hat mir halt öfters angeboten. Und Sie können auch froh sein, dass ich mich mit ihm angefreundet habe. Sonst könnte ich Ihnen doch nicht so schön weiterhelfen. Aber wenn hier nur dumm angemacht werde... Nee, Sie waren überhaupt nicht dumm angemacht. Sagen Sie uns bitte lieber, welchen Eindruck hat der Angeklagte auf Sie gemacht an dem Abend? Ah, ich sag mal, ich habe mal nur kurz mit ihm gesprochen. Aber ja, gewundert habe ich mich eigentlich schon. Worüber haben Sie sich gewundert? Ja, ich wusste ja, dass die beiden dann abhauen wollten nach Spanien. Mhm. Aber erst demnächst. Und geht dieses demnächst auch genauer? Ja, er hat mir gesagt, dass sie morgen abhauen wollten. Aber als er dann seine Klamotten abends aus dem Wohnwagen geholt hat, dann war er irgendwie total aufgebracht. Und ihm konnte ja kaum schnell genug gehen, abzuhauen. Der wollte doch den Nachtexpress noch in München kriegen. Scheiße, ja, ich hatte einfach Angst und war nervös, dass Silvis Eltern uns erwischen könnten. Das stimmt, so hattest du mir auch gesagt. Ach, hör doch auf, dich an jeden Strohhalm festzuklammern. Wann checkst du das endlich mal, dass dieser Typ lügt, wenn der nur den Mund aufmacht? Wissen Sie, Herr Richter, die Kleine, die ist so echt verliebt in den Ole. Und Ole meint das auch ernst mit ihr. Aha, und woraus schließen Sie das? Ah, das ging doch schon Ostern los, als er sie kennengelernt hat. Der war doch überglücklich. Und ja, als sie dann abgehauen ist, war mit dem noch gar nichts mehr anzufangen. Und dann ist er ja auch hinterhergefahren. Aber da war ja richtig erstmal Drama angesagt. Da war doch wie ausgewechselt. Die wollte ja nichts mehr von ihm wissen. Da muss er ja überglücklich gewesen sein, als Silvi plötzlich wieder zurückgekommen ist. Na klar. Der hat doch gesagt, der lässt sich die doch durch nichts und niemanden wieder wegnehmen. Ich dachte, Ole ist Ihr Freund, oder nicht? Freund? Ja. Bei Mord hört bei mir die Freundschaft auf. Oder aber kann es sein, dass Sie hier versuchen, meinen Mandanten permanent verdächtig erscheinen zu lassen, um von sich selbst abzulenken? Was soll das denn jetzt? Muss ich mir das hier geben? Ja, warten Sie mal. Ich halte nämlich Sie für den Täter, mein Lieber. Ja? Das ist doch der größte Scheiß, den ich hier gehört habe. Nein, finde ich nicht. Denn ich glaube, weil Sie überhaupt gar keine Bleibe hatten, es Ihnen gerade recht kam, dass er weg war. Sie wollten sich doch in diesem Wohnwagen einnisten, vielleicht wollten Sie dort auch Sachen klauen. Und da sind Sie dann auf die Frau Bär gestoßen und deswegen musste die sterben. Das ist doch Blödsinn. Das ist kein Blödsinn. Wenn ich mir Ihr Vorstrafenregister ansehe, ist das nämlich überhaupt kein Blödsinn. Wollen wir mal von dem einen Fall erzählen? Unter anderem, muss ich sagen, mit der Frau, die Sie tagsüber überfallen haben, am helllichten Tage auf offener Straße. Und was haben Sie mit der gemacht? Sie haben sie ausgeraubt und dann wollten Sie noch Ihre Ohrringe haben. Und die haben Sie hier weggerissen, sodass sie nochmal Verletzungen hatte. Und es ist so bekannt geworden, dass sich dir sogar die öffentliche Presse dafür interessiert hat. Jetzt habe ich aber echt die Schnauze voll. Der alte Kram, der hat mit heute hier nichts zu tun. Das sehe ich anders. Ich saß doch friedlich in der Pizzeria, als die Alte schon längst tot war. Wie so ein Skandal, was Sie sich hier zusammenreimen. Entschuldigung mal, wie hätte denn dieser Herr hier meine Frau umbringen sollen? Ich meine, ich habe ihn ja damals direkt in der Pizzeria ja gesehen. Und ich denke kaum, dass ein Mann an zweierlei Ortschaften zur gleichen Zeit sein kann. Ja, Moment mal. Das Opfer ist meinen Unterlagen zufolge zwischen 20 und 21 Uhr gestorben. Ja?
Rob Spittler hätte genügend Zeit gehabt, von der Pizzeria zum Wohnwagen zu gehen. Es hätte keine 15 Minuten gedauert, dorthin zu kommen, dort ihre Frau umzubringen und wieder zurück zur Pizzeria. Man hat ja selber zugegeben in der Pizzeria, ich habe mich mal da erkundigt, dass er immer zu Raucherpausen gegangen ist. Und keiner konnte sagen, wie lange die letztlich gedauert haben, ob es jetzt 5, 10 oder 15 Minuten war. Gut, Dankeschön, Dankeschön. Das ist ein Hinweis, der durchaus hier wichtig sein könnte. Danke, Frau Jung. Schicken Sie den Mann doch bitte gleich her. Ja. Ja. Eben hat sich ein neuer, ganz interessanter Hinweis ergeben. Gibt es denn noch Fragen hier an den Zeugen? Also ich denke, wir drehen uns beim Herrn Spittler eben. Moment. Er soll der Typ da wieder zurücknehmen, was er gerade von sich gegeben hat. Also erstens mal ist der Herr Verteidiger kein Typ und zum Zweiten stellt er an Sie Fragen und die Fragen müssen Sie sich gefallen lassen und wenn es keine mehr gibt, dann sind Sie entlassen und es gibt keine mehr, nehme ich mal. Keine, danke. Du weißt doch genau, dass Sie nicht am Wohnwagen saßen. Ich hab doch denen schon gesagt, dass Sie nicht schuldig sein können. Dann sagst du das nochmal. Ja, ich kann doch nichts dafür, wenn mir keiner zuhört. Warum verteidigst du ihn? Was ist, wenn er der Mörder war, ha? Ole war's nicht. Ich verteidige hier gar keinen. Ich kann nur das sagen, was ich auch wirklich gesehen habe. Also, ich möchte jetzt da mal Ruhe. Sie können gehen oder hinten Platz nehmen, aber dann bitte ruhig sein, der Zeuge bleibt unvereidigt, ja? Die Frau Jung wollte ja eigentlich diesen Zeugen vorbeischicken. Schauen Sie Zeugen, bitte okay, mal. Schau mal. So, sind Sie der Zeuge? Dann kommen Sie mal rein. Ist der Herr Lang, oder? Herr Lang, sind Sie das? Ja. Ja. Gehen Sie gleich mal nach vorne. Ja, dann schicken Sie bitte rein. Sie sind Herr Lang. Ich möchte Sie als Zeuge vernehmen, Herr Lang. Ja, haben Sie einen Ausweis dabei zu versuchen? Ja, Moment. Dann komme ich sofort zu Ihnen. Der Ring. So, das war jetzt sehr spontan. Bitte schön. Dankeschön, ja. Nehmen Sie doch gerade mal Platz. Ja. Zunächst muss ich Sie belehren, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Ja. So, dann schauen wir mal nach Ihrem Personal. Also, Sie heißen Christopher Lang. Sie sind 34 Jahre alt und Sie wohnen in Würzburg, oder? Genau, richtig. Ihren Familienstand und Ihren Beruf bräuchte ich dann noch? Ich bin verheiratet und von Beruf bin ich Juwelier. Verwandt oder verschwägert sind Sie nicht mit dem Angeklagten? Nein, bin ich nicht. Sie wissen vermutlich, dass es heute um den Tod von Daniela Bär am 25. April 2012 geht. Ja, das stimmt. Darüber habe ich in der Zeitung gelesen. Und bei dem Foto, was dabei war, ist mir Folgendes aufgefallen. Wenn ich das eben mal zeigen dürfte? Ja, bitte. Also, wenn Sie mal eben schauen möchten, bei der Hand von der Dame, da ist mir aufgefallen, Sie müssen wissen, ich bin Juwelier und bin doch durch meinen Beruf sehr geschult und habe ein Auge für feinen Schmuck. Und dabei ist mir aufgefallen, dass dies der Ring sein könnte, den die Frau da auf dem Foto trägt. Das ist mich fast ein bisschen schwer, überhaupt ja. Den Ring zu erkennen. Und Sie haben den Ring dabei? Ich habe den Ring dabei. Und durch mein Auge, wie gesagt, also das ist der Ring, den ich vermute, dass die Frau diesen Ring auf der Hand trägt. Könnte sein. Woher haben Sie denn den Ring? Ja, Folgendes. Ich bin Juwelier, wie Sie wissen. Ja. Und vor kurzem, Ende April, war ein Mann bei mir im Geschäft und hat mir diesen Ring zum Kauf angeboten. Der Ring ist massiv, offensichtlich handgearbeitet. Ich habe dafür 1.500 Euro bezahlt. Kann ich den Ring vielleicht mal sehen? Ja, komm ruhig mal nach vorn zum Herrn Lang. Du wirst uns doch sicher sagen können, ob das der Ring deiner Mutter ist. Weiterhin unter Wahrheitspflicht allerdings. Ja, meine Mom hatte so einen Ring. Herr Lang, ist der Angeklagte der Mann, der Ihnen diesen Ring verkauft hat? Nein, diesen Mann kenne ich nicht. Herr Lang, wann haben Sie gesagt, wurde der Ring Ihnen zum Verkauf angeboten? Ende April. Na, und das freut mich jetzt, Frau Staatsanwältin, denn Ende April war mein Mandant nachweislich in U-Haft. Das werden Sie ja Ihren Akten entnehmen können. Das heißt, mein Mandant kann den Ring überhaupt nicht zum Verkauf angeboten haben. Aber Herr Stevens, seit wann so fantasielos? Er wird halt einen Mittelsmann eingesetzt haben. Ach, hey, stopp. So einen Ring habe ich noch nie gesehen. Moment mal, das ist gar nicht der Ring von meiner Mom. Das muss der Ring von meinem Vater sein. Was, von deinem Vater? Ja, die hatten beide so einen. Es war ein Hochzeitstaggeschenk. Gravur ist auch drin, mit Name und Datum. Sie haben nicht immer getragen, aber oft. Das muss wirklich deiner sein. Gib mir den doch bitte, Maischen. Dankeschön, dann kannst du dich gerne hinsetzen. Herr Bär, und Sie sagen mir, ob dieser Ring Ihr Ring sein kann. 55 SCPO, Sie müssen hier sich selber nicht belasten, aber die Wahrheit sagen, wenn Sie den Mund aufmachen. Ja, es könnte schon mein Ring sein, aber ich weiß nicht, wie... Jetzt sag schon, ist es deiner oder nicht? Ja, aber ich... Wie kommt dein Ring zu diesem Juwelier? Kann ich dir nicht sagen, ich weiß das nicht. Moment mal, der Herr da, der hat ihn mir verkauft. Ja, dann hat er Frau Bär umgebracht. Können Sie uns das erklären, Herr Bär? Ja, also ich habe den Rob den Ring gegeben. Das war damals in der Pizzeria. Ich meine, ich wollte ja wissen, wo meine Tochter ist. Und er hat mir den Mund nicht aufgemacht. Und ich hatte kein Bargeld dabei. Da habe ich ihm halt den Ring gegeben, damit er den Mund aufmacht. Lächerlich ist das. Du hattest doch den Hochzeitstagring nie einfach so weggegeben.
Was haben Sie mit Rob zu schaffen? Warum decken Sie ihn? Warum zerstören Sie mein Leben und Silvis mit dazu? Was heißt hier dein Leben zerstören? Wer hat denn mein Leben zerstört? Das warst ja wohl du. Wer ist denn ohne Frau? Das bin ja wohl ich. Also Herr Bär, jetzt sag ich mal was. Ich werde es jetzt nicht mehr länger her hinnehmen, dass Sie hier offensichtlich einen Mann decken und einen falschen Verdächtigen, nämlich meinen Mandanten, um hier persönliche Rache zu üben. Es deutet doch immer mehr darauf hin, dass er hier der Rob Spittler der Täter ist. Das lasse ich mir nie anhängen. Ich bin nur erst dazugekommen, als er den Wagen runtergekickt hat. Es Moment. Habe ich Sie gerade richtig verstanden, Herr Spittler? Weiterhin, Wahrheitspflicht, Sie selber müssen Sie nicht belasten. Sie wollen gesehen haben, wie der Herr Bär den Wohnwagen den Abhang runtergeschubst hat, oder wie? Ja, ganz zufällig. Und dann hat er mir als Schweigegeld auch noch hier Geld und den Ring gegeben. Ja gut, vielleicht wollte er ihn loswerden. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Sag mir, dass das nicht setz dich wieder hin, wahr ist. Das Geld und der Ring werden hiermit als Beweismittel beschlagnahmt. Herr Lang, Ihnen herzlichen Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Ich gerne. Glaube, dass Sie uns sehr weitergeholfen haben. Das freut haben. Mich, danke. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sind Sie entlassen, unvereidigt. Vielen Dank. Herr Spittler bleibt auch unvereidigt. Auch die Silvi bleibt weiterhin unvereidigt. Herr Bär, kommen Sie noch mal nach vorn. Belehrt habe ich Sie ja gerade eben schon. Ne? Und? Naja, ich bin ja irgendwie froh, dass das jetzt mit diesem Ring da zur Sprache gekommen ist. Ich meine, niemand kann sich vorstellen, was ich die letzten Wochen durchgemacht habe. Die Trauer um meine Frau, die Sorge um meine Tochter, der Trouble hier, der Stress, der Druck von Rob. Druck, was soll das heißen, Papa? Was ist passiert? Naja, es war in der Tat alles so, wie ich dir das gesagt habe. Alles. Nur nicht bis zu der Stelle mit dem Wohnwagen. Also, der Wohnwagen war noch da, als ich da hingekommen bin. Und dann wollte ich innen nachgucken, ob irgendjemand da war, aber diese Scheißtür war verschlossen. Nein, die Tür war nicht verschlossen. Die Tür hat nur geklemmt und das Schloss war kaputt. Was kann ich denn dafür, dass du deinen scheiß Wohnwagen nicht im Griff hast? Also. Ich wollte da nachgucken, aber die Tür hat geklemmt, ich bin da nicht reingekommen. Und wenn Sie reingekommen wären, hätten Sie Ihre Frau da drin gesehen, oder wie? Es muss wohl so gewesen sein, ich wusste es nicht. Dani ist der Sevi wohl hinterher. Und die hat dann wohl im Wohnwagen auf Sevi gewartet, ja? Hast du den Wohnwagen den Abhang runtergestoßen? Ja, ich... Warum? Haben Sie sich denn nicht vergewissert, dass niemand mehr in dem Wohnwagen drin ist, bevor Sie in den Abhang hinabgestoßen haben? Doch, aber die Tür war ja verschlossen. Da habe ich durch ein Loch ins Fenster reingeguckt. Aber es war niemand mehr da, es war alles dunkel, die Sachen waren weg. Naja, Herrgott, das Auto war ja auch weg. Und dann in diesem Moment ist mir bewusst geworden, dass ich zu spät dran war. Ja, warum haben Sie überhaupt meinen Wohnwagen den Abhang hinuntergestoßen? Ich war so wütend. Ich hab dich verflucht, ich hab meine Tochter verflucht, ich hab meine Frau verflucht, weil ich die ja irgendwie nicht erreichen konnte. Ja, dann saß ich da irgendwie im Gras, hab überlegt, aber mir ist keine Lösung eingefallen. Naja, und mir war einfach bewusst geworden, dass ich zu spät war und ich musste mich irgendwie einfach abreagieren. Wie haben Sie es überhaupt geschafft, den Wohnwagen da allein wegzustoßen? Naja, ich hab die Sicherung gelöst. Da habe ich die Steine weggetan, womit die Räder gesichert waren. Da habe ich die Handbremse gelöst und mit einem kräftigen Tritt gegen den Wagen getreten. Der ist dann wie in Zeitlupentempo den Abhang runter. Da habe ich nochmal gegen getreten. Dann wurde er schneller und schneller. Schließlich hat er sich überschlagen und ist dann in den Bach, also in den See reingeklatscht. Ich wusste doch nicht, dass Mama da drin ist in dem Wagen. Herr Sabrowski. Lassen Sie. Ziemlich, ziemlich. Für mich war nur klar, dass ich da so einen schäbigen Wohnwagen in den See geklatscht habe. Ja, und dann auf einmal war da dieser Rob. Der muss direkt nach mir aus der Pizzeria gekommen sein. Der war stinkend sauer, dass der Wohnwagen nicht mehr da war. Aber der hat auch ganz schön schnell kapiert, warum ich starr Richtung See geguckt habe. Herr Grabowski, vielleicht setze ich doch wieder zurück zum Herrn Verteidiger. Ich glaube, das werden wir jetzt so auch noch durchstehen. Herr Spittler, wieso sind Sie dem Herrn Bär hinterher? Ja, da bin ich doch gar nicht. Ich kam nur noch zufällig her. Ach, und als ich dann gesehen habe, wie er den Wohnwagen im See da versenkt hat, wollte ich auch nicht nur Schadensersatz. Ich wollte auch nicht pennen drin. Unter Druck gesetzt hat er mich.
Aber ich hatte wirklich kein Bargeld dabei. Das Einzige, was ich hatte, war der Ring. Und den habe ich ihm gegeben. Als Pfand. Und wieso haben Sie das Pfand da nicht zurückgegeben, Herr Spittler? Ich habe doch von der Leiche gehört. Ich wollte ihn in Verbindung gebracht werden, also habe ich den Ring halt verscherbelt. Und unter Druck hat er mich dann gleich direkt gesetzt. Das fing gleich 2 Tage später an. Ja? Ich sollte Bargeld in einen Brief reintun. Das hat er immer und immer wieder gemacht. Ich musste das in einen Brief packen und an so ein komisches Postfach schicken. Das sind mehr als 5.000 Euro hier. Ja. Aber was sind schon 5.000 Euro für das, was ich getan habe? Geld, wissen Sie, ist seit diesem Abend eigentlich das Geringste, was mich interessiert. Meine Frau ist tot. Ich bin schuld daran. Und wissen Sie, Dani hat wahrscheinlich in dem Wohnwagen auf Sebi gewartet. Und die muss eingeschlafen sein, weil die nimmt immer starke Beruhigungsmittel, seitdem das dieser Stress mit Sebi ist. Also wie Ihr Vater da genau zu Tode kam, da gibt es eigentlich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist sie gestürzt durch den Ruck, als sie den Wohnwagen angeschoben haben? Oder sie ist erst gestürzt, als der Wohnwagen sich überschlagen hat, wie Sie gesagt haben? Denkbar ist theoretisch auch, wenn Sie sagen, Sie haben Beruhigungsmittel genommen, dass sie vorher, bevor sie überhaupt da waren, schon gestürzt ist. Das würde natürlich auch erklären, wieso sie gar nicht gemerkt hat, dass sie da an dem Wohnwagen rumwerkeln, erstmal da die Stützen wegmachen und so weiter. Ich befürchte fast, dass wir das nicht mehr aufklären können. Ich habe aber mit dem Scheiß nichts zu tun. Ich hätte mich ja schon längst gestellt, aber was wird denn aus dir, wenn ich unter Umständen ins Gefängnis komme? Gut, da sage ich Ihnen gleich noch was dazu. Also auch für Silvi ist das sicher ganz wichtig. Silvi, wir werden dich nicht allein lassen. Ja? Wir werden auf jeden Fall eine Lösung finden. Die Frage ist sowieso, ob Sie ins Gefängnis müssen. Das wird erst zu klären sein. Eben. Ja, Herr Bär, ich kann Ihnen eins versprechen. Ich werde immer gut für Silvi sorgen. Silvi, ich hoffe auf alle Fälle, dass du irgendwann so weit kommst, dass du deinem Vater verzeihen kannst. Zumal wirklich nicht klar ist, ob und wie er überhaupt den Tod deiner Mutter verursacht hat. Ja, noch Fragen an den Herrn Bär? Keine Fragen. Herr Bär, dann bleiben Sie unvereidigt, genauso wie der Herr Spittler unvereidigt bleibt. Nehmen Sie doch bitte noch mal hinten Platz. Ich habe im Bundeszentralregister Auszug des Angeklagten keine Eintragung. Also Sie sind nicht vorbestraft bis jetzt. Und wir haben auch noch einen Bericht der Jugendgerichtshilfe. Ich weiß gar nicht, ob wir uns den anhören müssen. Denke ich nicht erforderlich. Dankeschön, Frau Kramer. Trotzdem weitere Erklärungen. Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Frau Staatsanwältin, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger. Zwar war der Angeklagte gleichzeitig mit Daniela Bär an dessen Wohnwagen. Und der Angeklagte hatte auch ein Motiv, Silvis Mutter zu töten, weil die gegen ihre Liebe war und gegen ihre Flucht ins Ausland. Aber es bleiben einfach nach der heutigen Verhandlung zu viele Zweifel an der Schuld des Angeklagten. War es gegebenenfalls doch Herr Splitter, der Daniela Bär ausraubte und in den Wohnwagen zurückließ? Oder war doch kausal für den Tod von Frau Bär, dass Herr Bär nichts ahnend den Wohnwagen mit seiner Frau darin den Steilhang hinabstürzte. Wir werden das noch alles recherchieren müssen. Jedenfalls für heute gilt natürlich in dubio pro reo. Ich beantrage Freispruch. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, ich kann mich angesichts Ihres Freispruchs sehr kurz fassen. Sie haben hier 3 Tatvarianten genannt. Ich tendiere dazu, dass die 3. wohl nahezu auszuschließen ist, Frau Staatsanwältin. Ich habe nämlich da gar keine Zweifel. Ich sage Ihnen auch warum. Denn mein Mandant wäre doch niemals zurück aus dem sicheren Ausland nach Deutschland gekommen, hätte er die Mutter von der Silvi umgebracht. Das wäre viel zu unsicher gewesen. Dann muss ich auch sagen, die Geschichte mit dem Wohnwagen, ja. Ich meine, er hängt dran, die Eltern und so weiter. Das würde er doch nicht machen. Und der Silvi dann das auch noch anzutun. Er hat selbst seine Eltern verloren, wie ich gerade gesagt habe. Das würde er nicht tun. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben doch hier eindeutig gesehen und wie sehr er sie liebt. Und deswegen, hohes Gericht, Zweifel habe ich da überhaupt keine. In dubio pro reo brauchen wir überhaupt nicht, denn mein Mandant ist hier sicher unschuldig. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Gabowski, Sie haben nun die Anträge gehört. Sie können sich jetzt selbst noch verteidigen. Sie haben das letzte Wort. Ja, Herr Richter, ich kann Ihnen versichern, ich bin unschuldig. Und Herr Bär, ich werde mich immer gut um Silvi kümmern. Mhm. Gut, dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Oleg Grabowski wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten trägt die Staatskasse, aus der Angeklagte auch für die erlittene Untersuchungshaft zu entschädigen ist. Nehmen Sie bitte Platz. Es ergeht durch den Beschluss der Haftbefehl des Amtsgerichts Würzburg vom 26. April 2012 wird aufgehoben. Also vorab mal herzlichen Dank an den Herrn Lang.
dass es auch aufmerksame Bürger gibt, die die Zeitung genau lesen, die genau hinschauen mit dem fachmännischen Blick, ich hätte das gar nicht erkannt hier, und die dann auch noch die Courage haben, sich hier zu melden und ganz, ganz entscheidend mit zur Aufklärung dieses Falles beitragen. Sie haben damit dem Herrn Beer auch die Möglichkeit gegeben, reinen Tisch zu machen, und ich glaube, Sie haben auch damit eine große Last von ihm genommen. Aber was ist passiert? Also gut, Sie haben den Wohnwagen den Hang hinunter gestoßen. Sachbeschädigung ist das, keine Frage. Wir glauben Ihnen, dass Sie nicht gewusst haben, dass Ihre Frau zu dem Zeitpunkt drin war. Sie hatten ja auch überhaupt keinen Grund, Ihre Frau zu töten. Also da ist kein Motiv ersichtlich. Wir wissen auch, dass Ihre Frau tot war, bevor der Wohnwagen auf dem Wasser aufschlug. Denn aus dem Obduktionsbericht ergibt sich, dass kein Wasser in der Lunge war. Das heißt, sie ist nicht ertrunken. Jetzt ist die Frage, haben Sie durch diese Aktion Ihre Frau unbeabsichtigt getötet? Es ist möglich, dass sie durch diesen ersten Ruck des Anschiebens gestürzt ist. Es ist möglich, dass sie durch diesen Überschlag den Hang hinunter gestürzt ist und mit dem Genick aufgeschlagen. Es ist möglich, durch den Aufprall am Wasser selbst. In all den Fällen hätten sich wirklich der fahrlässigen Tötung strafbar gemacht, denn man muss natürlich, bevor man den Wohnwagen ins Wasser stößt, was man eh schon nicht tun sollte, erstmal sich vergewissern, ob da nicht ein Mensch drin ist. Aber es ist durchaus auch möglich, dass Ihre Frau schon tot war, als sie überhaupt erst dazu kam. Entweder durch einen Stoß, ich nenne jetzt mal alle Möglichkeiten, durch einen Stoß durch Sie, wobei ich dann irgendwie auch kein Motiv dafür sehe, wieso sollten Sie sich stoßen und dann gehen. Aber vielleicht durch einen Stoß durch den Herrn Spittler, der sich in dem Wohnwagen breit machen wollte vielleicht, der vielleicht den Wohnwagen ausräumen wollte, weil er ja wusste, dass Sie auf dem Weg nach Madrid waren. Und der dann überrascht wurde. Oder aber auch, sie kann selbst gestürzt sein. Sie hat ein Hämatom auf der Brust, das muss aber nicht unbedingt ein Stoß sein. Das kann auch durch einen Sturz passiert sein, sagt der Obduzent ganz klar. Die Wiese war nass draußen, es kann rutschig gewesen sein. Oder aufgrund der Betäubung dieser Beruhigungsmittel, die Sie erwähnt haben. Es ist alles denkbar. Die Spuren sind ausgewertet. Die Spurenlage ist aber nachdem der Wohnwagen eine ganze Nacht im Wasser war, nicht so eindeutig, dass das noch aufzuklären wäre. Ich befürchte, mit dieser Ungewissheit werden Sie leben müssen. Sachbeschädigung ist klar, das bleibt bei Ihnen eine Falschaussage. Beim Herrn Spittler kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Sie haben ja gewusst, dass er den Wohnwagen runtergeschubst hat. Deswegen Strafvereitelung, auch Falschaussage, und zweimal Erpressung. Was das bei einer offenen Bewährung bedeutet, das wissen Sie natürlich selbst. Sie sind natürlich freizusprechen. Gegen das Urteil kann noch Revision innerhalb einer Woche eingelegt werden. Ja, die Ungewissheit, wie Ihre Frau gestorben ist, mit der werden Sie leben müssen. Ich kann ich Ihnen nicht nehmen. Die Ungewissheit, ob der Angeklagte der Richtige für Ihre Tochter ist, kann ich Ihnen auch nicht nehmen, wenn ich so sein Äußeres angucke. Allein schon diese Ohrringe, die aus meiner Sicht also ein großes masochistisches Potenzial erfordern, vielleicht aber auch nur ein Zeichen dafür sind, dass er schon viel Unschönes im Leben erlebt hat. Muss ich sagen, das Äußere spricht eher dagegen. Auf der anderen Seite, das Äußere ist nicht entscheidend. Vielleicht fragen Sie da auch noch mal den Juwelier, der kann Ihnen sicher bestätigen, die Fassung eines Steins erhöht vielleicht seine Attraktivität, aber nicht seinen Wert. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Martin Beer wurde wegen Sachbeschädigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von 7 Monaten verurteilt. Robert Spittler wurde wegen Strafvereitelung, uneidlicher Falschaussage und Erpressung in 2 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt.